Ja, einen schönen Mittag Ihnen und euch allen. Herzlich willkommen im NEOS Lab. Das NEOS Lab ist ein offenes Labor für neue Politik und die Parteiakademie von NEOS. Mein Name ist Josef Lentsch und ich bin der Direktor hier. Ich freue mich, dass Sie und ihr euch heute Zeit genommen habt an einem Tag, den sich viele, glaube ich, anders vorgestellt hätten. Die Briten verlassen die Europäische Union. 52% haben für Leave gestimmt, 48% für Remain, bei einer Wahlbeteiligung von 72%. Viele, viele Fragen sind damit mal aufgetaucht und viele Unklarheiten entstanden. Einen Teil davon wollen wir heute versuchen, auch ein bisschen zu klären. Wie schaut denn der Prozess jetzt aus? Was heißt das eigentlich alles für Großbritannien, für Europa? Ich freue mich, mit einem sehr distinguierten Podium darüber sprechen zu dürfen. Ich darf gleich beginnen mit Angelika Mliner neben mir. Ich stelle sie der Form halber vor. Angelika ist Lab-Präsidentin, ist alte Vizepräsidentin, ist natürlich Mitglied des Europäischen Parlaments und ist auch stellvertretende Vorsitzende von NEOS. Angelika, willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Christian Mandl ist Leiter der Stabsabteilung EU der Wirtschaftskammer Österreich. Herr Mandl, herzlich willkommen. Bis Gott. Und Friedhelm Frischenschlager ist ehemaliger Verteidigungsminister, auch ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments. Friedhelm, herzlich willkommen. Ich darf gleich dazu sagen, das Brötchenbuffet ist eröffnet, also bitte helfen Sie sich und helft ihr euch zu einem Brötchen. Wir haben uns heute vorgenommen, bis pünktlich 12:55 zu diskutieren, also eine kurze, knackige Runde. Wir müssen tatsächlich scharf 12:55 wegen einem Folgetermin dann enden. Damit steigen wir auch gleich in die Diskussion ein. Angelika, was ist denn da heute passiert? Ist Zäsur für die Europäische Union übertrieben oder was haben wir da tatsächlich hier beobachtet? Naja, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine sehr komplizierte Situation, um bei einem bildhaften Wort zu bleiben. Ich habe ja jetzt schon ein paar Diskussionen hinter mir. Wir hatten 60 Minuten Politik mit den EU-Delegationsleiterinnen und Leitern und auch eine Pressekonferenz. Und also wir haben alle den Eindruck, so oder so wäre der 24. Juni für uns alle der Beginn eines sehr komplizierten Prozesses geworden. Wir haben uns alle gewünscht, das heißt wir proeuropäischen Kräfte und wir Liberalen natürlich, dass das Ergebnis ein anderes gewesen wäre, dass sich Großbritannien klar zur Europäischen Union bekannt hätte. Das ist nicht passiert. Es haben sich auch die Buchmacher ganz offensichtlich getäuscht, denn die haben vorhergesagt ein klares Votum pro EU. Dem ist nicht so geschehen, aber wie auch immer, also dadurch, dass sich eben Cameron meines Erachtens in einer vollkommen merkwürdigen Art und Weise während der letzten Wahlen, des letzten Wahlkampfes dazu entschlossen hat, eben dieses Referendum anzubieten, was ja ein Fehler war, ganz offensichtlich, er ist aus dem nicht mehr rausgekommen, war das Feld offen für alle möglichen Spielanlagen und es ist eben zu diesem Ergebnis gekommen. Es sind sehr viele erstaunt. Keiner weiß so recht, was jetzt passiert, aber schon der Verhandlungsprozess vorher quasi, also als Bedingung dafür, dass sich Cameron für einen Verbleib in der Europäischen Union entschlossen hätte und sich entsprechend positioniert hat, hat natürlich bewirkt eine Situation, wo wir alle nicht genau wussten, wie das weitergeht. Also auch ein Remain wäre kompliziert gewesen, denn der politische Deal müsste erst in Gesetzesform gegossen werden und dann durchs Europäische Parlament durch eine entsprechende Abstimmung durchgeboxt und das war überhaupt nicht klar, was da irgendwie rauskommt. Also wie dem auch sei, es ist definitiv eine Zäsur. Es ist auch klar für uns Liberale, wie die Zukunft aussieht. Wir sind ganz klar positioniert für einen Reformkonvent, für einen Verfassungskonvent, für eine Union der willigen Staaten, denn unsere Position war klar, ist klar und wird klar bleiben. Wir sehen eine Zukunft nur, die getragen ist von Wohlstand und Prosperität in einer starken Europäischen Union. Vielen Dank. Herr Mandl, die Briten gehen. Die Briten gehen. Was verliert denn Europa da und was verlieren auf der anderen Seite die Briten, vor allem auch aus wirtschaftlicher Sicht? Ja, das ist wirklich eine Zäsur.
Wir verlieren als Europäer ein Land, das steht für Wettbewerbsfähigkeit, für Liberalität, für Globalisierung und für Wirtschaftsfreundlichkeit. Und das ist eine meiner größten Befürchtungen, dass das, was jetzt sozusagen überbleibt, die Protektionisten und auch die Südschiene, die Umverteiler, sage ich mal, ein bisschen die Überhand gewinnen in der bestehenden oder in der resteuropäischen Union. Also das wird eine der Herausforderungen sein, dass die Europäische Union jetzt nicht in eine Art Protektionismusfalle tappt. Und auch, das sehe ich ein bisschen die Gefahr in einem Konvent, weil alle Vertragsänderungen müssen ja einstimmig sein. Und wenn ich mir jetzt die Regierungen in Europa anschaue, sind die meisten oder sehr viele Regierungen nicht unbedingt, sage ich mal, reformfreudig beziehungsweise integrationsfreudig, sondern das könnte durchaus in eine Tendenz gehen, dass dann Europa renationalisiert wird. Die Briten selbst, also zumindest laut allen Vorhersagen von OECD, IWF, Studien, britisches Schatzamt und so weiter, sagen für die britischen Bürger jetzt relativ harte Zeiten voraus. Man sieht es auch an den ersten Reaktionen, nicht nur an den Börsen, sondern auch am britischen Pfund, hat ja schon vor dem Referendum ungefähr 9% eingebrochen, heute früh noch einmal 9%. Das heißt, die britische Wirtschaft wird sich zum Teil komplett neu ausrichten müssen. Ich denke jetzt nicht nur an die City of London, im Dienstleistungssektor und Bankensektor, der natürlich wahrscheinlich in die Europäische Union zum Teil abwandern wird. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, das wird aber ein schleichender Prozess sein. Und in 5 Jahren wird die City of London völlig anders ausschauen. Und Großbritannien lebt ja ganz, ganz stark von Banken, Versicherungssektor und so weiter und hat eigentlich die industrielle Schiene ein bisschen vernachlässigt. Und man wird eben sehen, wie Großbritannien sich auch wirtschaftlich neu orientieren kann. Viel härter, und das wird vielleicht in der Diskussion auch übersehen, werden sich die Iren tun. Die Iren verlieren eigentlich das Bindeglied zwischen der Europäischen Union und ihnen, nämlich also England dazwischen. Und Irland wird eigentlich jenes Land sein, das wahrscheinlich am meisten getroffen werden wird. Und das soll man auch nicht übersehen. Und natürlich alle anderen Länder, die mit England sehr enge Beziehungen haben, wie Zypern, auch nicht unbedingt gerade ein sehr reiches Land. Malta, Gibraltar wird auch interessant werden, weil bisher sozusagen auch die Europäische Kommission auch geschützt hat, offene Grenzen zwischen Gibraltar und Spanien. Und die Spanier werden jetzt ordentlich Druck ausüben, weil das jetzt eine Außengrenze werden wird. Auf Twitter hat heute ein britischer Ökonom gemeint, wenn man jetzt aus der Krise Geld machen will, sollte man Property kaufen in Dublin, weil dort einfach sehr viel hinverlagert werden könnte. Vielen Dank, Friedhelm. Mit den Briten verliert natürlich Europa auch einen großen Player in der Verteidigungs- und Außenpolitik. Was heißt denn das jetzt für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik? Was ändert sich da jetzt möglicherweise aus deiner Sicht? Ja, vorweg einmal, glaube ich, gefällt mir dieses Ergebnis besser als genau ein umgekehrtes. Stimmt. Weil wenn das ausgegangen wäre, wo 51, sowieso pro und so weiter, dann wäre die Verführung groß gewesen, dass man sich sagt, nee, es ist eh alles wieder okay. Ne? Also dieses Ergebnis zwingt uns wirklich, wenn nicht auf Platz 1 zurückzukehren, aber vielleicht auf Platz 2 oder 3. Es wird nach diesem Referendum in Europa, in der Europäischen Union, nichts so bleiben, wie es einmal war. Wir müssen uns auf eine Neuaufstellung konzentrieren. Und nun hat, und da ist die GASP und die Sicherheits- und Verteidigungspolitik nur ein Aspekt. Die gibt es kaum. Also braucht man jetzt wahnsinnige Sorgen machen, dass sich da viel verschlechtert. Aber der zentrale Punkt ist meines Erachtens, worum ich mir Sorgen mache, über die EU der 27. Wie denn das weitergehen soll? Nachdem nun womöglich dieser Bonus einmal existiert, na, wenn ich laut genug schreie für Opting-outs verlange und dann also noch großartig in den Wahlkampf ziehe und sage, also ich möchte das und das und das haben, Rosinenpicking, ne? Dann kommt da was raus und dann brauche ich nur ein Referendum drohen und alles fängt zum Zittern an. Ne? Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Bestandsfrage der EU 27 am Tapet ist. Und zwar warum? Nicht, weil die Regierung so oder so agieren, sondern weil
Ich glaube, dass inzwischen diese, wenn ich in der Geschichte der EU zurückblicke, hatten wir lange Zeit, man nennt das in der Politikwissenschaft, die Output-Legitimation. Es gab genug zum Verteilen, die Wirtschaft ist wunderbar gegangen, aber wenn irgendwo mal ein Blödsinn passiert, das hat man leicht verkraftet. Jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt ist es so, dass die Output-Legitimation ganz, ganz gering ist und der Input, der von den Bevölkerungen in die EU geht, ist überwiegend negativ. Wir haben es mit einer negativen Vorurteilssituation zu tun und die ist politisch brandgefährlich, weil sie umschlägt nicht in Populismus, das auch, aber in Nationalismus. Und unser Feind ist dieser neue politische Zugang von offensichtlich zu vielen Menschen, auch zu vielen Politikern. Na, im Nationalismus funktioniert das wieder ganz gut. Und das ist die eigentliche Gefahr, dass dadurch die EU insgesamt überhaupt nicht in die jetzt existierende, nicht mehr in die Gänge kommt. Ne? Weil sie sind mal zwei Jahre mindestens beschäftigt, da auseinanderzuglauben mit Großbritannien. Dann haben wir auf der anderen Seite die Polen und alle möglichen wollen vielleicht auch Referenten haben. Also gute Nacht, kann man da sagen. Und ich glaube, die politische Antwort kann nur sein, dass wir von diesem Top-Down-Zugang zur EU-Politik umdrehen in eine von unten hinauf Strategie. Es geht für politische Kräfte darum, um die Bevölkerung und ihrer Zustimmung und zu ihrer Belastbarkeit in EU-Fragen, dass das erarbeitet wird. Das ist eine politische Aufgabe. Ne? Und das bezieht sich hauptsächlich auf die politischen Parteien, es bezieht sich aber auch auf die Zivilgesellschaft. Dort ist meines Erachtens für eine mittelfristige Strategie anzusetzen. Alles andere wird so oder so gehen und ein bisschen herumschieben, da vielleicht ein bisschen nachgeben und so weiter. Aber das Gefährlichste erachte ich, es ist schon angedeutet worden, ist, wenn wir als denn die Europäische Union mit Großbritannien so umgeht wie mit den Sanktionen, dass man sagt, na, das können wir nicht machen, weil dann haben wir da Schwierigkeiten und unsere Bauern können ja dann die Milch nicht mehr exportieren und zurück, um Gottes Willen. Wenn das losgeht und wird es genug wirtschaftliche Interessen geben, die sagen, nur ja, keine klaren Linien ziehen, dann haben wir verloren. Weil dann werden alle anderen Staaten, die so im Wiggle-Woggle sind, dann werden die sagen, na gut, so kann man es machen. Ne? Dann holen wir was heraus, ne? Und die Verantwortung haben eh die da in Brüssel. Also da sehe ich die Hauptgefahren aus und was wirklich gefährlich ist aus diesem Referendum. Wie die Engländer damit zurechtkommen, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Angelika. Ich bin grundsätzlich, also teile ich deine Analyse, ich würde es nur umdrehen. Also ich bin der Ansicht, schon allein durch die Verhandlungen mit der Drohgebärde des Referendums war man ja schon genau dort, dass man im Endeffekt sich irgendwelche Spezialkonditionen ausgehandelt hat. Ich würde sagen, die Haltung im Moment, aber gut, schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen, ist eher die, out is out. Ja, und dumm gelaufen. Und dass wir jetzt nämlich tatsächlich die Chance haben, nämlich genau das nicht mehr zuzulassen, diese Sonderkonditionen mit der Drohgebärde eines Referendums und eines Exits. Denn schauen wir mal, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung tatsächlich in den nächsten Wochen, Monaten gebärdet, weil das ist dann im Endeffekt kein Drohszenario mehr für die Europäische Union, wenn eben die wirtschaftlichen Auswirkungen entsprechend dramatisch sind. Und das, also es zeigen ja alle Hinweise darauf hin, dass es in Wirklichkeit noch viel schlimmer gekommen ist, als eigentlich vorhergesagt wurde. Also dass das Pfund so dermaßen abstürzt. War vorhergesetzt. Aber in diesem Ausmaß, also ich war überrascht, dass es tatsächlich also so frontal gekommen ist. Darf ich da kurz nachfragen? Zum Thema Out is Out, weil noch sind die Briten de facto noch nicht draußen. Da gibt es diesen Artikel 50 im Lissabonner Vertrag, der regelt den Austritt eines EU-Mitglieds. Da gibt es aber durchaus auch einige Unklarheiten. Jetzt gibt es auch die Briten auf Social Media, die sagen, Moment einmal, wir haben zwar rausgewählt, aber wollen natürlich noch am Verhandlungstisch sitzen, um mitzureden, wie die Konditionen dann tatsächlich ausschauen. Cameron hat auch heute gesagt, er bleibt noch bis Oktober, wenn er darf, man wird sehen, und will sozusagen den Übergang regeln.
Wie laufen denn jetzt die nächsten Monate ab und bis wann bleibt denn Großbritannien tatsächlich jetzt zumindest noch irgendwie mit drinnen? Wird das jetzt Monate dauern? Wird das tatsächlich 2 Jahre dauern? Ja, 2 Jahre. Wie schaut denn der Prozess aus? Also grundsätzlich, was man weiß, es ist an und für sich, damit das auch klar gesagt ist, Neuland. Ja, also haben wir noch nie gehabt. Wir wissen es schlicht ganz im Detail nicht. Das, was vorgesehen ist, ist eben, die britische Regierung muss jetzt quasi der Europäischen Union mitteilen, dass sie austreten. Ja, also es gibt es braucht eine Notifizierung, einen Formalakt. Ja, und das war ja nicht nur Cameron, sondern Johnson hat ja auch schon, also der größte Brexit-Befürworter, sagt, na, aber Moment, wir wollen aber zuerst noch was aushandeln, bevor wir dann aussteigen. Also da fängt es ja schon an. Ja, also Sie können gerne nochmal ein Referendum machen, ja, wenn Sie wollen. Ja, dann schaut die Sache vielleicht wieder ein bisschen anders aus, aber alles andere sehe ich, also den politischen Willen im Moment, vor allem also im Europäischen Parlament, nicht für gegeben. Und dann hast eben, also was wir uns wünschen, und das haben wir auch heute also den Delegationsleitern bei der Pressekonferenz gesagt, ist eine geordnete Scheidung und Zeitrahmen eben 2 Jahre mit dem Ziel, dass die nächsten EU-Wahlen eben bereinigt stattfinden können, wenn ich das so ausdrücken darf. Was natürlich alles noch hinzukommt, sind die Sachen, was machst du mit den Abgeordneten? Ja, also sie sind gewählt, aber unser Vorschlag wäre oder eine Idee wäre, dass man ab sofort die britischen EU-Abgeordneten so tretiert wie ein Mitgliedsland, wo man noch keine formell gewählten Abgeordneten hat. Das heißt, du hast einen Observer-Status, aber du darfst nicht mitstimmen. Weil es ist ja vollkommen absurd, dass jetzt die UK-Abgeordneten bei etwas mitstimmen, wo sie gerade gesagt haben, sie wollen nicht mehr dabei sein. Wird aber politisch nicht gehen, oder rechtlich wird es nicht gehen, ja. Weil eigentlich alle, auch Beamten und alle Abgeordneten im Europäischen Parlament, solange das Vereinigte Königreich nicht ausgetreten ist, sind sie natürlich voll gleichberechtigt. Im Vertrag. Genau. Im Vertrag, ja. Also das heißt, bis zu diesen 2 Jahren ab Notifizierung arbeiten die natürlich voll mit in jedem Gremium. Ja, mitarbeiten von mir aus ist schlimm genug, aber ich meine, abstimmen ist ja nochmal was anderes. Die werden sicher keine, sage ich mal, im Europäischen Parlament werden die sicher jetzt keine Rapporteure mehr sein. Ja. Das wird man vermutlich verhindern. Aber dass sie natürlich trotzdem dabei sind, ist klar, weil das UK könnte ja theoretisch innerhalb der 2-Jahresfrist auch einseitig wiederum den Austritt, diese Notifikation zurücknehmen. Also das Sie ist können dann einen Re-Eintritt also, beantragen. Nein, nicht Re-Eintritt, Sie sind ja noch nicht draußen. Draußen sind Sie nach den 2 Jahren, stimmt, nach der Notifikation, weil diese 2-Jahresfrist kann nur einstimmig durch alle anderen 27 Mitgliedstaaten verlängert werden. Also könnte es theoretisch passieren, dass es innerhalb der 2 Jahre Neuwahlen gibt, dass Labour zum Beispiel die Mehrheit bekommt. Corbyn hat sich an und für sich schon dafür ausgesprochen, drinnen zu bleiben. Könnte das wieder rückgängig machen mit einer Labour-Regierung? Theoretisch ja, ob es innenpolitisch, sage ich mal, klug ist, ohne eine zweite Volksabstimmung in Großbritannien das zu machen, glaube ich, wird nicht durchgeführt werden. Aber rein rechtlich gesehen, in den ersten 2 Jahren bleibt Großbritannien voll inhaltlich Mitglied und natürlich arbeiten alle Abgeordneten in allen Institutionen und so weiter natürlich voll weiter mit. Aber Großbritannien hat jederzeit das Recht, auch diese Notifikation innerhalb der 2 Jahre ab Notifikation auch rechtlich wieder zurückzunehmen. Also das muss man. Aber gewähren. Im Rat ist es ja auch die Frage, was jetzt passiert, nicht? Ob jetzt Cameron, also wie sie sich das jetzt ausmachen werden. Na, lustig wird auch zum Beispiel der britische Ratsvorsitz. Im zweiten Halbjahr 2017 hätte Großbritannien Ratsvorsitz. Ja, also auch da muss man eine Regelung finden, wie das gemacht wird. Das könnte natürlich jetzt uns passieren, dass wir nicht im ersten Halbjahr 2019, sondern im zweiten Halbjahr 2018 schon, weil alles um 6 Monate vorgezogen wird. Es gibt aber einen Vorschlag, den habe ich gehört, also dass sich die 2 flankierenden Präsidentschaften verlängern. Ja. Aber die zentrale Frage meines Erachtens, das sind alles Dinge, die lösbar sind, schwierig, aber lösbar sind. Die zentrale Frage, die sich der EU stellen wird, was ist mit der Binnenmarkt? Was ist da mit der Binnenmarktsituation? Heißt das aus draußen auch Binnenmarkt draußen? Ist das die Frage, wie Großbritannien optiert? Es gibt da eigentlich 5 Varianten. Es gibt 5 Varianten. Ja, aber das ist das Gefährliche. Also wenn ich heute sage, ja, was die britische Linie immer war, muss man zugestehen, wir brauchen bloß den Binnenmarkt, den ganzen anderen, die politische Union, das braucht man nicht. Ne? So, es wäre meines Erachtens eine gefährliche Entwicklung
für die Europäische Union als politische Union. Wenn wir sagen, na ja, Binnenmarkt bleibt es eh und sonst redet es halt mit, dann machen wir keinen großen Wirbel und so weiter. Das ist die zentrale Frage. Was heißt mitreden? Das ist eine andere Frage. Also ja, das wird sicher nicht gehen. Ich meine, Sie können an einem Binnenmarkt teilnehmen, so wie die Norweger. Ich könnte natürlich auch sagen Island, aber das ist vielleicht gerade in Österreich nicht en vogue momentan. aber Norwegen ist ja im EWR. Und EWR heißt, Sie sind im Binnenmarkt, können aber nicht mitreden. Ja. Nur das wollen ja gerade die Briten nicht. Die haben ja gesagt, die ganzen bürokratischen Haufen von Brüssel wollen wir nicht. Nur dann wären und sie halt drinnen. Und Niederlassungsfreiheit, das geht gerne übersehen. Und Arbeitnehmerfreizügigkeit, das heißt, die müssten alles Negative zwar schlucken, eben wogegen sie jetzt votiert haben, müssten sogar einen Beitrag auch leisten an die Europäische Union für die ärmeren Kohäsionsländer, können aber nicht mitreden. Aber für uns wäre das die beste Variante. Für uns wäre es die beste Variante. Ich meine, die andere Variante ist, dass wir ein Freihandelsabkommen mit der EU machen, aber dann sind in den Binnenmarkt drin, oder Türkei-Variante Zollunion, oder Drittstaaten-Status, dann sind es halt nur WTO. Darf ich fragen, gibt es eine Aussage, ich meine, es ist jetzt sehr spannend, kurz, die Binnenmarktfrage heißt draußen, dass auch das UK mit dem Antrag aus dem Binnenmarkt draußen ist da mal im Prinzip. Nicht mit dem Antrag, sondern nach Ablauf der zwei Jahre. Ja, eben. Ist das klar? Ist das ja, politische? Ein Nichtmitglied ist grundsätzlich aus dem Binnenmarkt draußen. Gut, daran wollen wir dann erinnert werden. Das ist an und für sich klar. Nur wenn das Verhältnis geregelt wird, EWR-mäßig. Ja, das ist ein anderer Fall. Neue vertragliche Basis. Obwohl Großbritannien zum Beispiel ja so alle Richtlinien ja behält, weil es ja national umgesetzt ist. Aber die Brücke, ob sozusagen die EU das dann anerkennt als gleichwertig, muss ja erst geschlagen werden. Und das kann entweder mit einem Abkommen, einem bilateralen oder mit EWR gemacht werden. Ich würde gerne auf den Aspekt des möglichen Dominoeffekts kommen. Es haben ja einige schon angefangen mit Geert Wilders in den Niederlanden, Marine Le Pen, Polen gab es auch schon Anklänge, dass man da jetzt auch Referenden durchführen will. Was ist denn da eure Einschätzung? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir in den nächsten 6 bis 12 Monaten da tatsächlich gewissermaßen Nachahmer in anderen Ländern wiederfinden? Also meines Erachtens ist das im Moment vollkommen unvorhersehbar. Also ich wage es nicht, hier irgendeine konkrete Prognose zu geben, wobei man ja schon sieht, aus welcher Ecke das alles kommt. Ja? Also das ist schon eine eindeutige, es hat schon einen eindeutigen Drall. Und hier sind ganz ehrlich gesagt auch die proeuropäischen und der Demokratie und dem Rechtsstaat verpflichtenden Kräfte schlichtweg aufgerufen, sich nicht ständig vor diesen Bewegungen zu fürchten und immer in die Knie zu gehen, wenn jemand das halt so fordert. Ja? Ich meine, da sieht man ja, was dann rauskommt. Also ich glaube sehr wohl, dass es sowas geben wird wie einen Lernprozess jetzt aus der gesamten Situation und schauen wir mal in die eine oder andere Richtung. Also es ist offen. Ja, also ich stimme dir da völlig zu. Ich glaube nur, dass das ist eine Frage der innenpolitischen Dynamik. Ne? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass also in verschiedenen Ländern die nationalistischen Parteien entsprechend Druck machen, dass dann die Regierungen da kaum auskommen. Das dürfen wir nicht übersehen. Ne? Also ich rechne damit. Ne? Wo rechnest du damit? Kannst du ja, mit Referenten. Also in welchen Ländern? Dass die Forderungen erhoben werden, das auf jeden Fall. Na, inwieweit jetzt die Regierungen bereit sind, sich darauf einzulassen oder ob sie dann jetzt so... Der Fehler von Cameron war ja, dass er wirklich schlafende Hunde geweckt hat. Ja. Ne? Das war ja der... Und die besonders grotesk war ja, dass es diese Opting-out, diesen Vertrag da mit den Sondergeschichten macht, aber nie gesagt hat, was er dann in der Schlussphase auf einmal getan hat, was das für politisch-wirtschaftliche katastrophale Folgen hat. Das hat er damals nie gesagt. Ja, also ich weiß nicht wie lange jetzt, aber mindestens 2 Jahre hat er gepredigt, das ist alles ganz furchtbar. Ihr erinnert euch, wie er da beim Summit fast davon gerannt ist, entsetzt und die Tür zu geschlagen hat und so weiter. Er hat das Theater wirklich bedient, auf dem jetzt die anderen gewonnen haben. Na, das ist die Realität. Der Farage nämlich, weil er ist der große Verlierer. Nicht? Na, sowieso. Na, und
Das ist wirklich unglaublich. Ne? Werden wir aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren oder nächsten Monaten Nachahmer-Referenten haben? Also ich stimme zu, dass also die Forderung wird von einigen politischen Parteien, die einschlägig sind, erhoben werden. Ich glaube nicht, dass wir im nächsten Jahr ein Referendum sehen werden. Und ich glaube auch, dass sehr viele Länder jetzt einmal schauen werden, wie sind die wirtschaftlichen Auswirkungen in Großbritannien. Stimmen die Katastrophenszenarien oder stimmen sie nicht? Und wie ist die Reaktion sowohl von der EU als auch von UK, wie sie das Verhältnis ordnen? Also ich glaube, es wird jetzt einmal so ein Abwarten sein, die Forderung klar. Ich meine, einen positiven Aspekt haben Sie unterschlagen. Im Europäischen Parlament werden auf einmal die antieuropäischen Kräfte weniger werden, weil natürlich die ganzen UKIP-Leute rausfallen werden, also die Partei der Freiheit und Demokraten, die wird halbiert werden, also die Antieuropäer. Das ist der einzige positive Aspekt, muss ich sagen, an dem Ganzen. Aber es ist leider nur ein kleiner positiver Aspekt. Naja, wir haben uns ja schon gefragt, wenn Sie nämlich geblieben wären, wir haben ja schon so Szenarien gehabt, was dann passiert, weil Nigel Farage hat dann eigentlich sein Thema eigentlich erfüllt. Verloren, ja, erfüllt, aber was passiert dann mit der EFDD, also mit der politischen Gruppierung? Und unsere Befürchtung war, dass viele dann zur ENF gewandert wären und plötzlich wäre die Fraktion von der Le Pen und von der FPÖ eine wesentlich stärkere. Also hat es verschiedene Überlegungen gegeben, die sind momentan ja obsolet. Aber müssen wir schauen, also wie sich das eigentlich im tatsächlichen Ablauf dann gestalten wird. Zum Dominoeffekt auf der nationalen Ebene. Einerseits hat ja das Referendum auch viele Trends wiedergespiegelt, wie wir sie auch im Rest Europa kennen, dass zum Beispiel die ältere Generation anders entschieden hat als die jüngere Generation oder dass zum Beispiel die Leute am Land anders entschieden haben als die Leute in der Stadt. Also da gibt es ja viele Megatrends. Aber es hat eben auch Schottland anders abgestimmt als England. Und das Thema haben wir schon kurz angesprochen, aber auch da die Frage, erwartet ihr da, dass tatsächlich Schottland entsprechend jetzt ein zweites Referendum durchführen wird? Wird es da Widerstand geben von englischer Seite? Ist das aufrechtzuerhalten? Und wenn nicht, wird Schottland dann tatsächlich, also wird letztendlich Großbritannien sich dann auch aufspalten? Also ich glaube, dass die Gefahr sehr real ist. Jetzt ist Schottland ein Thema, aber ein anderer Ton von heute in der Früh wurde mir erzählt, ich habe es nicht selber gehört, ne? Dass in Nordirland sich die Sinn Féin sagt, also jetzt müssen wir langsam wieder uns bewaffnen und so weiter. Also Good Luck kann ich den Landen nur wünschen. Ne? Also die kommen ja wirklich in eine schwierige Situation. Also damit ist meines Erachtens schon zu rechnen. Ne? Wollen wir uns nicht freuen sollten. Also Nordirland ist tatsächlich, also das ist, ich habe das auch gesehen und gehört und ich meine, um Gottes Willen, das ist ja ein völlig neuer Aspekt, jetzt ist das ein Konflikt, der wirklich gelöst wurde und der jetzt knapp davor ist, eventuell wieder aufzubrausen. Also das ist natürlich eine Dimension, das hat niemand so vorhergesehen. Schottland ist ja noch im Rahmen der demokratischen Spielregeln irgendwie eine Möglichkeit. Ich glaube, es wird sich weisen, der Premierminister von Schottland hat sich klar positioniert. Nicht? Also er möchte gerne innerhalb der Europäischen Union bleiben, aber bleiben wird nicht funktionieren. Also erstens einmal braucht Schottland auch für den Referendum wieder die Zustimmung des Vereinigten Königreichs. Und das ist die Frage, ob das jetzt gegeben wird. Ich meine, einmal können das vorenthalten auf Dauer. Ich meine, wenn der Druck so hoch ist. Wir haben das auch dieselbe ähnliche Situation in Spanien mit Katalonien. Also das ist einmal das Erste. Gut, die Katalonen pfeifen auch drauf. Die Spanier haben nach Gibraltar, glaube ich, aber die Frage, gut, ich meine, ich sage einmal, also das ist einmal die erste Hürde. Die zweite Hürde ist natürlich, Schottland hat, oder Sturgeon hat gesagt, sie möchte in der EU bleiben, was rechtlich nicht gehen wird, weil Schottland kann nicht Staatennachfolge von Vereinigten Königreich machen. Also das heißt, sie werden wahrscheinlich neu. Also nehmen wir Voraussetzung, sie kriegen die Zustimmung, die Unabhängigkeit, ein Referendum, geht mehrheitlich aus für Antrag. Und so weiter. Und dann beginnt aber der steinige Prozess wiederum des Antrags auf Mitgliedschaft und so weiter bei der Europäischen Union, Verhandlungen und so weiter. Aber es gab ja auch Stimmen, die gesagt haben, das wird dann gefast-tracked, sollte Schottland das. Naja, grundsätzlich Schottland hat ja den Acquis Communautaire umgesetzt derzeit. Ja, nur
dann sind halt ein paar Jahre dazwischen und die, für mich ist die Gretchenfrage, wie stimmen dann andere Staaten über den Antrag Schottlands ab? Ja, weil natürlich Spanien hat gar kein Interesse daran, dass ein Teilgebiet eines anderen Landes sozusagen Einstimmigkeit. Und wir brauchen aber die Einstimmigkeit in der Europäischen Union. Dasselbe Problem wie Kosovo. 5 Länder der Europäischen Union weigern sich, Kosovo als Staat anzuerkennen und deshalb ist natürlich Kosovo blockiert in vielen Bereichen. Und das könnte natürlich mit Schottland genauso passieren. An dieser Stelle, wir haben noch 20 Minuten, würde ich es gerne fürs Publikum aufmachen. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, bitte keine Co-Referate halten, sondern wie gesagt, Fragen oder Beiträge kurz. Ich habe mal 2 Hände, ich werde mal sammeln. 3 Hände, bitteschön. Bitte ins Mikro sprechen, weil Leute im Livestream auch zuhören. Ist klar. Also ich glaube, das allererste ist, worauf eh hingewiesen worden ist, dass wir im Augenblick keine Hysterie auslösen sollten. Also wir wissen nichts und das ist völlig richtig, weil es ein erster Fall ist und wir brauchen uns daher auch nicht zu fürchten. Und wenn die EWR-Lösung zustande kommt, ist das irgendwie eine Lösung, mit der wir leben und die wir akzeptieren können. Man darf auch eines nicht vergessen, zwar wurde auch auf die wirtschaftlichen Vorteile der UK-Mitgliedschaft hingewiesen, aber der politische Nachteil ist auch vorhanden. Das heißt, beide Lösungen wären gut und schlecht. Wenn die UK drin geblieben wären, wäre die Chance auf eine Vertiefung, wie wir sie bisher im Vertrag hatten, nämlich die kontinuierliche Vertiefung, nicht mehr gegeben. Abgesehen davon, die Sonderkonditionen, wären alle gekommen, me too, me too, me too und Österreich als allererstes, wie wir vom Herrn Außenminister wissen. Also von daher ist mit der englischen Situation, mit dem Brexit, kann das derzeit nicht passieren. Und was die Folgewirkung betrifft, ich glaube, dass wir in ganz Europa einen heilsamen Schock haben. Kein Mensch, kein verantwortlicher Politiker hat mit dem Plan B gerechnet, weil alle haben gesagt, das wird sie eh gut ausgehen. Und ich muss sagen, dass die Stimmung so klar ist, das Sozialwissenschaftliche Institut, wir schauen nicht nur auf Daten, sondern auch aufs Konfidenzintervall und auf qualitative Daten. Und alle meine Freunde von der Universität von Manchester haben mir sehr deutlich gesagt, es gibt eine Reihe von kulturellen Faktoren, nicht nur sozioökonomischen, die darauf hinweisen, dass die, die für die Integration sind, für eine verstärkte Integration, eher nicht zur Abstimmung gehen werden. Das sind minimale Prozentanteile, aber wir reden ja auch nur von 2% auf oder ab bei der Frage, wie es ausgehen wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit war gleich groß. Im Unterschied zu den Wettbüros, aber die irren sich auch beim Fußball. Im Unterschied zu den Wettbüros und den darauf basierenden Modellen, solche Pfusch läuft herum bei den Umfragen, und den darauf basierenden Modellen hat es immer so geheißen, neues eh alles Leihwand. Und die Politiker lesen Zeitung und glauben das und haben keine Ahnung von Sozialwissenschaft. Wir waren nicht vorbereitet. Wenn wir mit Gelassenheit auf die Geschichte zugehen, wird es auch keinen Dominoeffekt geben. Und ich glaube, dass es völlig richtig ist, was der Fries sagt. Die einzige Gefahr ist, dass wir so einknicken wie vor der Volksabstimmung. Dass Europa sich nicht ernst nimmt, dass Europa sich erpressen lässt. Das ist die einzige Gefahr, die ich sehe. Danke. Vielen Dank. Also ein positiver Zugang. Bitte schön. Ja, ich muss dem Ronald zustimmen, also wir sollten uns nicht zu große Sorgen machen und vor allem keine Angst bekommen, das ist nämlich das Gefährlichste, was uns passieren kann. Wir sollten uns auf unser europäisches Selbstverständlichkeit und auf unser Selbstbewusstsein beziehen und das auch wieder pflegen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, es wurde angesprochen, dass andere Mitgliedsländer unter Umständen ein Referendum vor sich sehen. In manchen Ländern ist das sogar sehr realistisch, wie ich heute erfahren habe. Was allerdings in diesem Zusammenhang kaum noch berücksichtigt wird, das sind alles Länder, die auch bereits in der Eurozone sind. Und im Gegensatz zur EU, wo wir den § 50 tatsächlich ein geregeltes Austrittsverfahren haben, gibt es für den Austritt aus der Eurozone gar kein Verfahren. Es gibt keine rechtliche Grundlage dafür. Das heißt, das müsste sowieso einvernehmlich geschehen. Das wissen wir spätestens seit den Grexit-Rufen voriges Jahr im Zusammenhang mit Griechenland. Das wollte ich noch anmerken. Vielen Dank. Ich sammle noch eine dazu und dann bitteschön. Stefan Duschek. Ich bin ein Wien geborener Europäer, sage ich immer mal einleitend. Und daher meine Frage an das Podium. Ich habe große Skepsis, ob die EU überhaupt in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln, wenn wir betrachten, wie die Entwicklung in den letzten 10 bis 12 Jahren verlaufen ist.
Dr. Frischenschlager hat das jetzt auch mehr oder weniger bestätigt durch die 27 Staaten, die noch verbleiben, alle mit Partikularinteressen. Es wird nicht möglich sein, einvernehmliche Lösungen hinsichtlich einer gemeinsamen Verfassung zum Beispiel zu entwickeln. Meine Frage ist, ob nicht die Alternative, dass sich Staaten, die bereit sind dazu, in Europa voranzugehen, einfach zusammenschließen und ein Kerneuropa angehen, außerhalb der EU und die EU einfach so stehen lassen, wie sie ist. Frage, bitte. Vielen Dank. Und eine Hand war noch, die nehmen wir noch mit und dann gehen wir in die Schlussrunde. Bitte schön. Ja, meine Frage wäre, weil wir über die wirtschaftlichen Auswirkungen geredet haben, wäre nicht ein Szenario denkbar, dass Großbritannien bilateral mit den Vereinigten Staaten TTIP ratifiziert und sich sozusagen als Flaschenhals zwischen TTIP und der EU, die es wahrscheinlich nicht ratifizieren wird, wirtschaftlich positionieren wird, weil das Gleiche ist ja auch mit der EWR, sie können ja kein EFTA-Mitglied werden, solange sie noch EU-Mitglied sind, laut den EFTA-Verträgen, also das sehe ich dir. Herr Mandl, darf ich mit Ihnen anfangen? Gut, ich fange es mit dem ersten Austritt aus der Eurozone. Ja, wenn man singulär aus der Eurozone austreten will, das geht nicht. Aber wir haben hier einen anderen Fall, Austritt nämlich aus der EU. Und dann ist auch automatisch damit verbunden auch Austritt aus der Eurozone. Was aber insofern doch kein Problem wäre, weil es gibt auch Länder in Europa, die den Euro als nationale Währung haben, aber nicht Euro-Mitglied sind oder EU-Mitglied sind, Montenegro zum Beispiel. Also das heißt, zum Beispiel hypothetischer Fall, Niederlande macht einen Austritt, also einen Nexit, tritt aus der EU aus, tritt natürlich auch formal aus der Eurozone aus, kann aber Euro trotzdem als nationale Währung behalten, verliert nur halt das Recht, Euro zu drucken. Sie muss halt nachvollziehen und mit diesem Geldmenge, die sie halt haben, weiter auskommen. Also insofern, das wäre kein Problem. Bei Griechenland war es nur das andere Problem, die wollten ja aus der EU nicht austreten. Nur aus der Eurozone. Das allein geht nicht. Dann die Frage, bilateral TTIP mit USA, das werden die Amerikaner nicht machen. Also die Amerikaner, Obama war ja in Großbritannien und hat ja gesagt, bitte bleibt drinnen, ansonsten müsst ihr euch hinten anstellen für weitere Verträge. Ja, also USA hat null Interesse, mit einem Land TTIP abzuschließen, wenn wollen sie es mit ganz Europa, mit der Europäischen Union machen, als großen Wirtschaftskörper sozusagen, aber nicht mit Großbritannien allein. Also das halte ich für Illusion. Weiterentwicklung der EU, stimme zu, eine Koalition der Willigen, wir haben ja das Europa der mehreren Geschwindigkeiten in verschiedenen Bereichen. Wir haben es bei Schengen und wir haben, und das ist für mich eigentlich schon der Nukleus eines Kerneuropas, die Eurozone. Die Eurozone bedarf einer Vertiefung, das hat man auch in den letzten Jahren gesehen. Die reine Koordinierung funktioniert de facto nicht. Das heißt, hier brauchen wir eine Vertiefung sowieso. Und für mich wäre es wirklich die Möglichkeit, über die Eurozone sozusagen ein Kerneuropa zu machen. Notabene, die meisten mittelosteuropäischen Staaten sind gar nicht dabei. Also mit den Euro-Staaten könnte man hier sozusagen einen Nukleus eines Kerneuropas machen. Vielen Dank, Friedhelm. Ja, also ich möchte nur noch einmal daran anknüpfen, es geht bei Europa nicht nur um die Wirtschaft und auch nicht einmal nur um den Euro, sondern es geht um die politische Union. Ich glaube, und wir vergessen ja immer, und deswegen meine Frage Binnenmarkt, warum ist denn die politische Union entstanden? Weil man wusste, dass der Binnenmarkt für sich allein genommen nicht reicht. Ich kann nicht gemeinsamen Wirtschaftsraum bilden, aber nicht mit der inneren Sicherheit, äußeren Sicherheit, Außenpolitik und das alles weglassen. Das funktioniert nicht. So ist die politische Union, so ist Maastricht entstanden. Das ist ja schon wieder jetzt über 20 Jahre her, aber das war der Urgrund. Und das ist jetzt meine große Frage. Wie kann sich in diesem Rahmen weiterentwickeln? Ich glaube nicht, weil die EU zu rasch gewachsen ist. Das ist, inzwischen wissen wir das. Ich war auch sehr begeistert über die EU-Erweiterungen 2004, 2007. Es war zu früh. Wir haben den großen Fehler, dieses Widening bevor Deepening. Ne? Also Nizza, dass damals gesagt worden ist, nein, mit der Vertiefung kommen wir nicht weiter, es sind so viele Schwierigkeiten, na tun wir mal erweitern, das andere kommt dann schon. Das war, glaube ich, der historische Fehler. Ne? Und deshalb müssen wir da wieder anknüpfen, deswegen bin ich eben auch ein Anhänger von kerneuropäischen Gedankengängen.
wird trotzdem sehr schwierig sein, und was wir nicht übersehen dürfen dabei, das kann wiederum keine Kopfgeburt sein. Wenn wir nicht zugleich und rechtzeitig sorgen, dass die Bevölkerung, sage ich jetzt vereinfacht, dass die mitgenommen wird, dass die eine Chance haben, das auch wirklich zu wollen und auch politischen Druck standhalten, weil die Schwierigkeiten sind ja wirklich sehr große, das müssen wir zugleich angehen. Und das heißt erstens, völlige Veränderung des politischen Kommunikationsverhaltens der EU-Institutionen. Zweitens, innenpolitisch Druck aus den Gesellschaften in Richtung auf die Regierungen. Nicht dieses bekannte Phänomen, in Brüssel so rennt, zu Hause anders und mir geht das alles nichts an. Und es geht ja nur um die österreichischen etc. Interessen. Wir müssen, und das meine ich jetzt sozusagen an die Adresse einer sehr europabewussten liberalen Partei, wir müssen in diesen Konflikt, warum Europa eintreten, warum ist dieses Europa notwendig, warum brauchen wir ein Europa, um diese Probleme, um die wirklichen Probleme angehen zu können, die Chance zumindest zu haben und darauf aufbauen, die politische Strategie aufbauen. Und als ganz letzten Punkt, und die europäischen Parteienbünde müssen aktiver werden. Das ist, es hat wenig Sinn, wenn die nationalen Parteien, auch wenn sie proeuropäisch sind, wenn sie das Thema annehmen, es muss bei den Menschen auch sozusagen irgendwo die Überzeugung auftauchen, naja, das ist wirklich eine europäische Familie, um nicht zu sagen eine europäische Gesellschaft. Und da müssen wir hinkommen, dieses Verständnis, wir brauchen diesen politischen größeren Rahmen, weil es nicht anders geht, und dafür braucht es eine politische Identität auf europäischer Ebene, neben der nationalen. Und da ist ein langer Weg hin, und da müssen wir endlich Schritte setzen, von Brüssel aus gesehen, aber natürlich auch auf nationaler Ebene. Vielen Dank. Ich muss leider zumachen, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Angelika, dir gehört das Schlusswort. Nein, nur ganz kurz, nachdem ich alles unterschreiben kann, was hier gesagt wurde. Ich bin natürlich ein bisschen wirtschaftsliberaler als du vielleicht. Und ich bin der Ansicht, dass letztlich die Wirtschaft genau die Basis ist. Ich sage das immer so ganz bildhaft und banal. Es muss so sein, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, in dem jedem klar ist, dass es teurer ist, einen Krieg zu führen, als eben keinen Krieg zu führen. Ja, und das geht nur durch wirtschaftliche Verbindungen. Das war auch diese Woche vollkommen augenscheinlich. Wir hatten im Europaparlament zwei Gäste. Am Mittwoch hat der Präsident Israels gesprochen und am Donnerstag der Mahmoud Abbas, Palästinenserchef. Und das ist ganz offensichtlich, hätten diese beiden Völker entsprechende wirtschaftliche Beziehungen, würde es ein bisschen anders ausschauen und wir hätten eine andere Situation. Vor allem, wenn wir jetzt schon so weit denken und sagen, okay, Sinn Féin will sich bewaffnen etc., also so etwas darf schlichtweg nicht passieren, wir brauchen Rahmenbedingungen, die das unterbinden. Und natürlich bin ich bei dir, eine politische Union ist das, wofür wir uns alle stark machen. Ich meine, das ist deshalb, warum wir, oder zumindest ich für meinen Teil, nicht aufhören werde, eben diese europäische Idee zu propagieren. Und da komme ich jetzt auf das, was du am Ende gesagt hast. Dass es eben an der Zeit ist, diese Idee proaktiv unter die Menschen zu tragen. Ja, und dass wir aufhören müssen, damit immer nur reaktiv und defensiv auf Angriffe zu reagieren. Und das ist sowas wie das Primat der Politik, indem man Projekte vorschlägt und jawohl, nicht nur darauf wartet, was irgendwer irgendwo kritisieren wird und dann werden wir das irgendwie rechtfertigen, warum es nicht doch auch besser ist, sich vielleicht doch zusammenzuschließen. Großes Thema TTIP. Klassiker. Warum in aller Welt haben wir uns das so aus der Hand nehmen lassen, dass jetzt, Entschuldigung, mit Verlaub, Greenpeace und Attac die großen Handelsspezialisten auf einmal geworden sind? Das kann doch bitte nicht sein. Ich bin doch gerne bereit, einen inhaltlichen Diskurs zu führen, aber doch nicht auf dieser Ebene. Das ist aber wirklich die Aufgabe der proeuropäischen Kräfte. Und da gehört natürlich, da gehören wir als Liberale in erster Linie dazu, diese Projekte proaktiv zu gestalten. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo es vollkommen klar ist, es ist entweder ja, take it or break it, make it or break it oder was auch immer.
entweder wir schaffen es oder wir können zuschauen, wie dieses große Projekt, die Europäische Union, ist eine politische Kulturleistung der Menschheit. 28 Staaten haben sich aufgrund eines Vertrages darauf geeinigt, die gemeinsame Zukunft zu gestalten, politisch. In einer globalisierten Welt, wo es nicht darum geht, dass du in Konkurrenz stehst als Franzose gegenüber dem Deutschen, sondern um Gottes Willen als europäischer Kontinent vis-à-vis den USA, China oder Brasilien oder Indien. Das ist die Spielanlage, in der wir uns befinden. Und wenn wir uns da jetzt dieser Illusion eines neuen Biedermeiers hingeben und glauben, dass vielleicht ein kleines Österreich oder letztlich auch ein kleines Deutschland oder ein kleines Frankreich allein bestehen kann in diesem globalen Wettbewerb, dann ist es ein großer Fehler. Es liegt an uns, diese Information so zu transportieren, dass es nicht nur in den Köpfen, vielleicht auch in den Herzen der Menschen ankommt, aber es ist an der Zeit und ich glaube, ein dramatischerer Ausgang als das Referendum in Großbritannien ist nicht möglich und wir sollten vielleicht tatsächlich das aufnehmen und es angehen. Vielen Dank.